Nächster Punkt, dann wird gesagt, es gäbe grammatikalische Fehler im Koran. Als allererstes, ich bin vielleicht kein Grammatikexperte, der andere ist kein Medizinexperte und so weiter. Aber es gibt Grammatikexperten in der arabischen Sprache und die haben ihre Antworten schon darauf gegeben. Als allererstes, und sie zählen 20 Punkte von angeblichen grammatikalischen Fehlern im Koran auf. Wir gehen nicht jeden angeblichen Fehler durch, wir beantworten alle Fehler auf einmal. Wir sagen, die am besten die arabische Sprache konnten, waren wer? Zur damaligen Zeit. Wir haben eben schon gesagt, die waren in der arabischen Sprache, die haben die schönste arabische Sprache gesprochen. Ja? Und diese Leute haben in den Koran geglaubt. Wären da grammatikalische Fehler gewesen, hätten die gesagt, was ist das denn hier für ein Schrott? Das hätten die gesagt, natürlich. Jetzt, die arabische Grammatik, von wo wird die genommen? Die wird vom Koran genommen. Nimm mal ein arabisches Lehrbuch für Grammatik. Wenn jemand eine These beweisen will, dass etwas geht in der arabischen Sprache, sagt er, guck, hier ist der Beweis im Koran. Weil das ist die arabische Sprache. Du kannst nicht sagen, wenn du Kölsch lernen willst zum Beispiel, ich glaube, keiner will Kölsch lernen, also Kölner Sprache, zu wem gehst du dann? Dann gehst du den Kölnern, oder? Oder gehst du dann nach München und fragst in München, wie Kölsch gesprochen wird?